Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Stoneheart Arcania. Eine Kampagne von Stoneheart, eigenkreiert, mit meinen Zuschauern aktiv dabei, als User eingetragen, als Bewohner eingetragen. Und ja, das letzte Mal, kurze Zusammenfassung wieder von mir jetzt. Das letzte Mal haben wir angefangen, diese Kaserne, wie sie hier in Geisterform vor uns steht, zu designen. Unsere kleinen Kerlchen, die wir jetzt mal ein bisschen schneller stellen, sind gerade eifrig am Bauen. Ihnen fehlen derzeit Steine und deshalb haben wir den Auftrag erteilt, dass hier diese Mine genutzt wird und dass hier nach und nach die Steine abgearbeitet werden. Hier haben wir damit schon begonnen. Hier haben wir schon einiges weggeräumt und hoffen natürlich jetzt darauf, dass jetzt ziemlich schnell die nächsten Steine aus der Mine geholt werden, sodass die Kaserne fertig wird, sodass im Umkehrschluss unsere Soldaten endlich eine Wohnung haben mit einer schönen Einrichtung und keine Probleme mehr haben. Das ist so unsere Intention. Und wir wählen mal ganz kurz unseren Magierturm an und erstellen drei weitere Heiltränke. Und wir brauchen Fasern. Das heißt, sobald der Schneider da ist, können wir auch in Richtung Verbände gehen. Und ich höre hier die ganze Zeit was. Hören wir mal ganz genau hin. Ah ne, es ist vorbei. Hier wurde gerade gekämpft. Ah, hier sehen wir es auch. Die haben einiges an Energie verloren. Was hier genau jetzt gerade den Angriff durchgeführt hat, weiß ich nicht. Aber ich habe was anderes gefunden. Büsche. Das heißt, spätestens wenn wir dieses Lager irgendwann bezwingen, haben wir hier Büsche, die wir zu unserer Siedlung bringen können. Genauso wie die beiden hier. Denn im Moment hilft unsere Holzpalisade sehr gut, die Gegner draußen zu lassen. Schöne Dreinsicht hier in den Magierturm. Unsere Mühle dreht sich fleißig. Das Kart haben wir noch nicht bauen können. Mal gespannt, wer das macht. Vielleicht ist es auch der Ingenieur erst. Aber wir sehen, dass die Steine Verwendung finden. Und zwar in Form von unserer Kaserne, die auch hier einen eigenen Bootssteg hat. Das wird sehr interessant werden. Was wir natürlich mal ganz kurz machen können. Klar, die Schmiede ist auch schon in Auftrag gegeben. Also, die ist nur noch nicht bestätigt. Die kommt hier rein. Das heißt, wir können ja mal ganz kurz schauen, dass unser Steinmetz jetzt weitere Level aufsteigt. Level um, naja gut, das geht wirklich erst, wenn er genug Steine hat. Das heißt, wenn unsere Siedler auch gefarmt haben. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal diese Kaserne zu Ende bauen. Erst dann können wir einsteigen mit der Steinproduktion. Hier vorne, das ist der Trainingsbereich, der wird gebaut. Wir haben schon die erste Etage angefangen. Die Fenster sind auch schon teilweise hier platziert. Hier ist noch nicht gebaut worden. Da kommt nämlich noch die Tür rein. Und die Leiter zur nächsten Etage wird auch schon gebaut hier. Wunderbar, wunderbar. Alles funktioniert. Wir haben Händler jetzt in der Stadt. Okay, hallo Arcania. Ich bin zwar gerade auf der Durchreise, aber ich wäre bereit, ein oder zwei Handelsabkommen, ja, zu machen. Okay, mit euch zu schließen. Wenn ihr interessiert seid, wenn ihr mir drei Eisenspieße macht, werde ich in 2 Tagen zurückkommen und werde euch 5 Goldbarren im Austausch geben. Klingt das gut? Okay, abgesehen von der Grammatik und von der Rechtschreibung in dieser Übersetzung, die ja sonst ziemlich klasse ist, ist das eine ganz schöne Arbeit und die Goldbarren, glaube ich, finde ich in meinem Berg selber. Das lehne ich erstmal gekonnt ab. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu so kleinlich gewesen, aber naja. Ist ja schon wichtig, dass eigentlich eine Übersetzung vernünftig ist. Egal. Ist ja auch nicht so ganz drin, weil ich glaube, die Übersetzung wird in einzelnen Wörtern und einzelnen Sätzen nur angefertigt und setzt sich generiert im Zufall dann zusammen. Klar, dass das nicht immer passen kann. Mit dem Bau dieser Kaserne beginnen wir im Übrigen auch die Anbindung schon zum Wasser. Das heißt, Arcania als hiesige, baldige Handelsmacht, die dieser Halbinsel hier noch erschließen wird, mit einem Bergfried, mal gucken, hat den ersten Schritt getan in Richtung offener Handel. Der nächste Schritt ist tatsächlich, die beiden Seiten hier miteinander zu verbinden, damit Arcania in das
große weite Land segeln kann, denn wie ihr seht, hier ist alles abgetrennt. Es ist keine Möglichkeit, wir haben kein Meer in der Nähe. Nur dieser große, große See, den wir dann mit dem offenen Meer verbinden werden. In der Hoffnung dann natürlich, den Handel zu einer anderen Stadt zu ermöglichen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Wurde denn schon angefangen abzugrasen? Ja, so ein bisschen wurde hier schon Steinmetzarbeit getan. Oder sagen wir Bergbauarbeit. Falls ihr euch fragt, warum ihr als aktiver Zuschauer jetzt noch nicht eingebunden wurdet in das Spiel. Das folgt natürlich genau dann, wenn wir auch die Möglichkeit haben, es umzusetzen. Ja? Das nächste, das wird nicht in dieser Folge sein, das nochmal als Verzeihung. Das nächste, was ich machen werde, wird ein zweiter Bauer wird ernannt, damit die Nahrung floriert und wir mindestens 2, 3, 4 weitere Siedler gewinnen können. Und anschließend werden dann die 1 bis 2 Schmiede ernannt. Und unser Kräuterdoktor hier wird hoffentlich nach und nach im Level aufsteigen und dann Kleriker werden. Dann rechtfertigt er als Magier eh den Besitz dieses Turmes. Und alle anderen Kräuterärzte, Kräuterdoktoren, alle weiteren, die diesen Titel tragen werden, werden ein Nebengebäude bekommen, was hier steht. Wenn wir hier reinschauen, sehen wir auch, wie in dieser kleinen, in dieser Mine hier gebaut wird. Sieht doch schon recht cool aus, oder? Mit der Beleuchtung. Das macht das Spiel schon wirklich klasse. Gut, ich muss zugeben, ich habe auch natürlich die Grafik noch ein bisschen verstärkt über den hauseigenen Nvidia-Treiber. Wer das machen möchte und meint, er hätte nicht genug Kantenglättung oder Grafikqualität, dem sei gesagt, das geht, indem ihr die Echse über den Grafiktreiber anwählt, die Grafikeigenschaften manuell im Windows einschaltet und das Spiel startet. Es wird alles übernommen und die Kantenglättung wird auch umgesetzt. Das solltet ihr natürlich dann machen, wenn ihr auch eine Grafikkarte habt, die das gut hinkriegt. Aber an sich wisst ihr ja, die Grafik von Stonehearth ist schön, sehr schön, ganz besonders, aber nicht aufwendig und das ist sehr gut. So, was wir dann machen können, wir haben ja letztens, habt ihr mir ja erzählt hier, was ihr jetzt auch von dem Schornstein haltet. Ja, recht habt ihr. Der ist ein bisschen klein. Ich werde diesen Schornstein jetzt deshalb nochmal etwas erhöhen. Denn wir wollen natürlich auch gewährleisten, dass dieser ganze Ruß, der da rauskommt, sich dann auch dementsprechend dort verteilt, wo er hin soll. Und da ich über die Beschaffenheit dieses Spiels so ein bisschen Bescheid weiß und ich natürlich hier jetzt Feuer oder Rauch simulieren möchte, mache ich mal dort einen kleinen Geysir rein. Bin mal gespannt, wie das dann im Nachhinein aussehen wird. Wir haben hier jetzt auch gerade ein Monster gehört, ne? Ha. Ich glaube, diese Goblins hätten uns schon längst angegriffen, wenn wir nicht die Mauer hätten. Und ich glaube, die Nahrung wird wieder nicht ausreichen. Ja. Es wurde jetzt auch erstmal alles hier gepflanzt. Seitens des einen Bauern, der definitiv vermutlich dann nicht ausreichen wird. Aber alles nach und nach. Wir schauen uns währenddessen jetzt mal cool an, wie wir jetzt hier dieses Gebäude bauen. So, wer ist denn hier so fleißig? David Immel, sehr fleißig. Das gefällt mir. Sehr gute Einstellung. Und ihr seht auch, hier schon als das Dach angefangen. Die Front der Kaserne steht schon. Und somit verbinden wir dann auch langsam diese Bauart. Ich denke, die Bauart von Arcania ist eh cool. Die gefällt eh ziemlich gut. Und kann auch so weitergehen. So, wir hatten ja hier den Carpenter. Und hier haben wir ja den Jäger. Und jetzt schaue ich mal, ob unser Carpenter für den Jäger... Hatten wir da überhaupt ein Schild?
War das überhaupt möglich? Ah, er kann den Wagen bauen. Ja, dann hopp, hopp. Uns fehlt Holz, meine Güte. Die drei wollen weg. Ne, die lasse ich stehen. Und wir fangen schon mal an, hier eine Schneise reinzuschlagen. Bald werden wir kein Holz... Okay, doch. Bald werden wir nur nicht mehr so viel Holz in der Nähe haben. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen pflanzen. Das folgt, wenn wir den zweiten Bauern haben. Ich glaube, hier kommt jetzt einiges an Nahrung zusammen. Das gefällt mir. So, es wird wieder gemeckert, dass nicht genug Steine da sind. Und ich bin ja gar kein Freund von Rumgemecker. Diese Steine bitte abgrasen. Hopp, hopp. Los, los, meine kleinen eifrigen Helfer. Sackt das Holz ein und beginnt die Steine abzugrasen. Ich hoffe, jetzt kommen ja auch nicht nur immer Erze zustande, sondern auch wirklich mal Steine, denn Mann, haben wir schon viel Erze. Da werden die Schmiede... Oh, die Schmiede, die wird brennen. Ihr werdet so zu tun kriegen. Alle, die sich dafür gemeldet haben, ja. Seid ihr euch im Klaren, dass das viel Schweiß beinhaltet, diese Arbeit? Ah ja, Kohle. Keine Steine. Ich habe das Gefühl, aus dieser Art von Stein hier kriegen wir eher anscheinend Marmor geschlagen. Ah, hier kommt mal ein Steinbrocken. Okay, jetzt haben wir einen neuen Händler da. Hat der Steine zum Kauf? Nein. Aber wir können ihm doch bestimmt was verkaufen. Zum Beispiel diese Rüstung hier, die brauchen wir erstmal nicht. Und was brauchen wir noch nicht? Bücherregale. Mir wurde ja gesagt, Bücherregale bringen so viel. Das stimmt, die bringen 60. Erstmal bis 2 runter. Notfalls bauen wir manuell nach. Silber bringt viel. Okay. Was können wir kaufen? Vielleicht Picknicktische. Die könnten wir kaufen. Oder hier. Hölzerne Baumpflanze. Das ist alles ein bisschen Deko. Wir haben ja auch einen Wagen zum Kauf. Ah, der kostet sehr viel. Und eine Trainingspuppe. Die kaufen wir. Tatsächlich. Es wird im Übrigen hier gerade wieder gekämpft und das finde ich gut, denn es sieht danach aus. Also jeder kennt ja den Ausdruck, wenn zwei sich streiten, ne? Ich hoffe, er nimmt wenigstens 1, 2 Krieger mit. Ich glaube, die werden ihn hier echt bezwingen und die werden uns Schwierigkeiten machen. Das sind nämlich, wie ihr hier seht, richtige Ritter. Aber... Na gut, schauen wir bis zum Ende zu. Da haben sie ihn bezwungen. Ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet. Was ich jedoch erwartet habe, dass hier eigentlich etwas mehr Steine zutage kommen. Klar, das muss noch abgegrast werden, aber... Das hier ist jetzt relevanter. Hier sind jetzt wieder ein paar Steine. Und ihr seht, das Haus entsteht schon. Also das kann gar nicht mehr allzu lange dauern. Jetzt wird hier wieder Holz runtergetragen, klar. Es gibt ja auch ein paar Bereiche, die hier mit Holz gebaut werden müssen. Vor allem diese umliegenden Pfeiler, Pfosten, die jetzt hier hochgezogen werden. Aber man merkt schon so ein bisschen den Ressourcenmangel. Was in allen Spielen, die ihr auf Englisch spielt, immer als Lack of Resources oder so bezeichnet wird. Das haben wir gerade. Und das merkt man. Aber vielleicht haben wir ja im nächsten Turn, im nächsten Tag, etwas weniger Probleme mit der Nahrung.
Auf jeden Fall, sollten wir noch weitere Nahrungsprobleme haben, wird das nächstes Mal ausgemerzt. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, das verspreche ich euch. Ich hätte auch nie gedacht, dass... Ich hätte nie gedacht, dass unsere Kaserne so viel Steine schluckt. Das ist ja wirklich irre. Zusätzlich müssen wir jetzt mal was überprüfen. Ich habe ja dem Carpenter hier unten eigentlich Lagerplatz zugesprochen. Warum liegen hier die ganzen Fenster rum? Wieso? Was ist der Grund? Was ist das Bestreben? Esst nicht so viel. Bitte nicht. Nicht so viel essen. Wir müssen die Nahrung in irgendeiner Weise doch vorweisen. Okay, also wir kommen so nicht weiter. Wir brauchen wirklich jetzt einen Bauern. Also in der nächsten Folge mindestens einen Bauern dazu. Dann klappt das auch. Kann es auch irgendwie sein, dass unser Jäger nicht genug Tiere liefert? Vielleicht braucht er einfach viel mehr Platz zum Aufstellen von Fallen. So, jetzt hat er zwei Flächen, wo er seine neuen, Fallen aufbauen kann. Strike, Farron, zieh durch. Das machst du gut. Spann die und dann laufen uns da hoffentlich diese kleinen, fiesen Füchse und Hasen rein. Schon gemein, oder? Schon fies. Ja, wir haben doch jetzt eigentlich genug Holz, dass der Carpenter hier auch loslegen kann. Was ich jetzt gebaut haben will, endlich, endgültig, ist der Wagen. Denn der kann dann vor die Mühle gestellt werden. Das wäre doch mal was richtig Tolles, oder? So, da schauen wir mal zu, dass das auch funktioniert. Da ist er. Ach, es wird schon einer gebaut. Na gut, jetzt haben wir zwei. So, ihr seht hier einen Karren. Ja? Ich persönlich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange. Ich bin auch sehr zufrieden, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Das Dach ist bald fertig. Und dann folgt nur noch der zweite große Teil. Ich denke, den werden wir auch in der nächsten Folge dann beenden können. In der Folge, in der wir auch einen neuen Bauern hier begrüßen werden. Und mit den Worten, die ich jetzt gesagt habe, verabschiede ich mich. Ich muss eine gute Position suchen. So. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Für heute. Ich möchte Danke sagen, dass ihr so fleißig zuschaut und mich hier auch so tatkräftig unterstützt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Zigaro und tschüss.